Dieser göttliche Code wurde von Nikola Tesla für uns hinterlassen. Mach dich bereit, denn wir werden uns in eines der mächtigsten Manifestationswerkzeuge im gesamten Universum stürzen. Und rate mal was? Nikola Tesla selbst behauptete, dass diese Methode die Schlüssel zum Universum enthält. Nun, darf ich dich etwas fragen? Hast du dich jemals gefragt, wie du die Geheimnisse des Universums entschlüsseln und das Leben erschaffen könntest, das du wirklich begehrst? Nun, mein Freund, die Antwort liegt in der 369-Methode. Aber halt mal einen Moment, worum geht es bei dieser 369-Methode überhaupt? Sieh dir dieses Video bis zum Ende an, um diese von Tesla selbst verwendete 369-Technik zu verstehen. Aber bevor wir in die Technik eintauchen, lassen uns das faszinierende Leben von Nikola Tesla erkunden. Geboren am 10. Juli 1856 in Kroatien, war Tesla ein brillanter Erfinder und Elektroingenieur. Seine Beiträge zur Wissenschaft und Technologie sind monumental. Das Time-Magazin feierte ihn als den Mann, der Licht in die Welt brachte. Er schenkte uns den Wechselstrom, AC, den Induktionsmotor und die Tesla-Spule. Darüber hinaus legte er den Grundstein für Konzepte, auf denen andere aufbauten, wie Röntgenstrahlen, Neonlichter, Fernbedienungen, Radio und hyperelektrische Kraftwerke. Teslas Erfindungen und Ideen prägen auch heute noch die Welt, in der wir leben. Nun wollen wir das Geheimnis der Vortex-Mathematik enthüllen. Der renommierte Wissenschaftler Marco Rodin schlug eine faszinierende Idee vor. Die Zahlen 3, 6 und 9 repräsentieren eine besondere Verbindung zwischen der dritten und vierten Dimension. In der dritten Dimension erscheinen diese besonderen Frequenzen von 3, 6 und 9 als Vibrationen in der winzigen Welt der Atome. Wenn wir Atome untersuchen, finden wir heraus, dass sie dem göttlichen Code von 369 folgen. Erstaunliche 99,999% eines Atoms sind leerer Raum, wobei die Zahl 9 eine bedeutende Rolle spielt. Dies stimmt mit dem Konzept eines Vektorfelds überein, das sich von der dritten zur vierten Dimension erstreckt. Die Korrelation zwischen 3, 6 und 9 und dem Konzept der Zeit ist ebenfalls faszinierend. Zeit kann in drei wissenschaftliche Begriffe unterteilt werden: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Außerdem haben wir 24 Stunden am Tag, was 6 ergibt. Ebenso ergeben 60 Minuten in einer Stunde 6. Das gleiche gilt für 60 Sekunden in einer Minute. Diese numerischen Muster spiegeln die Präsenz von Dreien und Sechsen in unserem täglichen Leben wider. Tesla war auf die Dreifaltigkeit von Energie, Frequenz und Vibration fixiert und glaubte, dass sie den Schlüssel zu allem hielt. Er sagte berühmt: Wenn du die Geheimnisse des Universums finden möchtest, denke in Begriffen von Energie, Frequenz und Vibration. Tesla erkannte den tiefgreifenden Einfluss dieser Elemente auf unsere Realität. Indem wir ihre Kraft verstehen und nutzen, können wir das grenzenlose Potenzial des Universums anzapfen. Jetzt gehen wir zur Technik selbst über. Schritt Nummer 1. Wähle drei Affirmationen aus, die du in dein Leben bringen möchtest. Es könnte so etwas sein wie: Ich bin aufgeregt und dankbar, monatlich $10.000 zu verdienen. Oder: Ich bin überglücklich und dankbar, meine Seelenverwandte gefunden zu haben. Vielleicht geht es darum, deine Gesundheit zu heilen und perfekte Fitness zu erreichen oder diese Beförderung zu bekommen und der beste Verkäufer in deiner Firma zu werden. Was auch immer es ist, sei kristallklar und schreibe es auf. Schritt Nummer 2. Überprüfe deine Affirmationen 6-mal am Tag. Ja, du hast mich richtig gehört, 6-mal am Tag. Aber halt mal, ich möchte dir den vollen Kontext liefern, damit du die immense Kraft verstehst, die hier wirkt. Diese drei Affirmationen haben das Potenzial, sich zu materialisieren, auch wenn du es vielleicht noch nicht siehst. Sie existieren im Quantenfeld, wie die Vortex-Mathematik zeigt. Indem du sie in die Existenz sprichst und sie jeweils nur 9 Sekunden lang überprüfst, aktivierst du ihre Energie, Frequenz und Vibration. Nehmen wir ein Beispiel, um den Prozess zu veranschaulichen.
Stell dir vor, du möchtest finanziellen Überfluss manifestieren. Deine Affirmation könnte lauten: Ich bin begeistert und dankbar, unerwartete finanzielle Segnungen von $10.000 zu erhalten. Nimm diese Affirmation und überprüfe sie 9 Sekunden lang. Aber lies die Worte nicht mechanisch, umarme die Energie und Aufregung, dieses Betrags zu erhalten. Sage es mit Überzeugung laut, als hättest du es bereits erreicht. Visualisiere den Überfluss, der in dein Leben fließt, und spüre die Dankbarkeit in deinem Herzen. Wiederhole diesen Prozess für jede Affirmation und tauche ein in ihre Energie, Frequenz und Vibration. Um es einfacher zu machen, empfehle ich, diese Übung in Sets von 9 Tagen zu organisieren. Klebe deine Affirmationen auf deinen Spiegel, hänge sie an die Wand oder trage sie auf Indexkarten in deiner Tasche. Auf diese Weise hast du sie immer griffbereit und kannst sie schnell überprüfen. Verpflichte dich, die 9-sekündige Ritual für 9 Tage hintereinander durchzuführen und schau, was sich vor deinen Augen entfaltet. Diese Technik ist wissenschaftlich bewiesen. Die Energie, die du begehrst, ist bereits im Quantenfeld vorhanden und wartet darauf, dass du sie anzapfst. Indem du dich mit den Schwingungen deiner Affirmationen abgleichst, wirst du beginnen, deine Wünsche anzuziehen und zu manifestieren. Erinnere dich daran, dass es bei dieser Technik nicht um Wünschen, Kenn oder bloße positive Affirmationen geht. Es handelt sich um eine bewusste Praxis, deine Gedanken, Emotionen und Schwingungen mit der Energie deiner Wünsche in Einklang zu bringen. Es geht darum, ein bewusster Schöpfer zu werden und inspirierte Maßnahmen für das Leben, das du dir vorstellst, zu ergreifen. Stell dir vor, du hast eine kraftvolle Affirmation festgelegt, um über $10.000 zu empfangen. Deine Affirmation könnte lauten: Ich bin dankbar und aufgeregt, mühelos über $10.000 in mein Leben anzuziehen. Diese Affirmation setzt eine klare Absicht für den finanziellen Überfluss, den du dir wünschst. Jetzt wollen wir untersuchen, wie du die 369-Methode anwenden würdest, um dieses Ziel zu manifestieren. Schritt 1. Wähle 3 Affirmationen im Zusammenhang mit deinem finanziellen Überfluss aus. Neben der zuvor erwähnten Affirmation könntest du einbeziehen: Ich bin würdig, grenzenlosen finanziellen Überfluss zu empfangen. Ich bin offen und bereit, Chancen zu empfangen, die mir beträchtlichen Wohlstand bringen. Ich schwinge mit der Vibration von Überfluss und Reichtum. Diese Affirmationen konzentrieren sich auf deine Würdigkeit, Offenheit und Ausrichtung auf Überfluss und verbessern deinen Manifestations-Prozess. Schritt 2. Überprüfe deine Affirmationen 6-mal am Tag und widme 9 Sekunden jeder Affirmation. Finde einen ruhigen Ort, an dem du dich vollständig in den Prozess eintauchen kannst. Schließe die Augen, atme tief ein und konzentriere dich auf die erste Affirmation. Wiederhole sie mit Überzeugung, spüre die Emotionen der Dankbarkeit und Aufregung, als hättest du den gewünschten Betrag bereits erhalten. Visualisiere dich von Reichtum und finanziellen Chancen umgeben. Wiederhole diesen Prozess für jede Affirmation und nimm dir 9 Sekunden für jede davon. Um die Übung in deine tägliche Routine zu integrieren, kannst du deine Affirmationen auf deinen Spiegel kleben, Erinnerungen auf deinem Handy einstellen oder sie in deiner Geldbörse tragen. Stelle sicher, dass du deine Affirmationen konsequent im Laufe des Tages für maximalen Effekt überprüfst. Verpflichte dich dazu, dieses Ritual 9 aufeinanderfolgende Tage lang zu praktizieren. Während dieser Zeit bleibe offen und empfänglich für Zeichen, Chancen und Synchronizitäten, die auftreten können. Vertraue darauf, dass das Universum daran arbeitet, deine Schwingungen mit dem finanziellen Überfluss, den du suchst, in Einklang zu bringen. Während des gesamten Prozesses behalte eine positive Denkweise bei, löse Zweifel oder begrenzende Überzeugungen auf und ergreife inspirierte Maßnahmen für deine finanziellen Ziele. Visualisiere dich bereits im Genuss des finanziellen Überflusses und nutze dieses Gefühl, um deine Handlungen anzutreiben. Während du diese Praxis fortsetzt, wirst du möglicherweise Veränderungen in deiner finanziellen Realität bemerken. Chancen,
Unerwartete Geldgeschenke oder Möglichkeiten zur Einkommensgenerierung können auftauchen. Es ist wichtig, für jeden Schritt in Richtung deines Ziels dankbar zu sein und offen für die Segnungen zu sein, die auf deinem Weg kommen. Denke daran, Manifestation ist ein gemeinschaftlicher Prozess zwischen deinen Absichten und dem Universum. Indem du konsequent deine Energie, Frequenz und Vibration mit der Affirmation des finanziellen Überflusses abgleichst, lädst du das Universum ein, die Chancen und Ressourcen hervorzubringen, die nötig sind, um das gewünschte Ergebnis zu manifestieren. Vielen Dank, dass ihr alle dabei seid und mich auf diese unglaubliche Erkundung von Teslas Weisheit und den Geheimnissen des Universums begleitet. Wie Tesla betonte, hat die Dreifaltigkeit von Energie, Frequenz und Vibration eine außergewöhnliche Kraft. Jetzt ist es Zeit, Maßnahmen zu ergreifen und eure Wünsche zu manifestieren. Diese Technik basiert auf Wissenschaft, da Energie niemals erschaffen oder zerstört wird. Sie existiert bereits im Quantenfeld und wartet darauf, dass ihr sie anzapft. Also, meine Freunde, umarmt die Dreifaltigkeit von Energie, Frequenz und Vibration, tretet in eure Kraft als bewusste Schöpfer und entfesselt das grenzenlose Potenzial in euch. Denkt daran, ihr habt die Fähigkeit, eure Realität zu formen. Glaubt weiterhin an die Kraft eurer Affirmationen und bleibt offen für die Segnungen, die euch erwarten. Bis zum nächsten Mal, schwingt auf eurer höchsten Frequenz und manifestiert eure Träume. Ihr schafft das.